Ja, dann guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund. Wie gehabt, Oliver, starten wir mit deiner Einschätzung zum Spiel. Ja, wir sind natürlich alle sehr enttäuscht heute. Müssen uns leider die Niederlage auch ein bisschen wieder selber zuschreiben, weil wir halt in diesen Duellen einfach zu viele individuelle Fehler machen. Ich denke, wenn du zur Halbzeit 9:2 Torschüsse gegen Borussia Dortmund zu deinen Gunsten hast, aber 0:1 auf der Anzeigentafel, dann haben wir nicht viel falsch gemacht, aber doch Entscheidendes, und das ist natürlich sehr, sehr schade. Und man kann den Spielern überhaupt keinen Vorwurf machen. Wir haben alles probiert. Ich denke, was wir uns vielleicht ein bisschen ankreiden müssen, ist, dass wir dann in Überzahl das nicht klug ausgespielt haben. Wir wollten eigentlich mehr über den Flügel kommen, aber auch mit Bartosz Biolek noch einen zweiten zentralen Stürmer gebracht, eben um hier mehr Präsenz im Strafraum zu haben. Das haben wir dann nicht so gut gemacht. Und dann reicht eben einer Klasse-Mannschaft wie Dortmund mit einem Top-Stürmer wie Haaland ein einziger Konter aus. Und jetzt stehen wir mit leeren Händen da. Und deswegen sind wir natürlich enttäuscht, aber es ist auch nicht so, dass die Welt jetzt untergeht, sondern es gilt daraus, einfach auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wir haben jetzt 2 Wochen Vorbereitung oder 2 Wochen Zeit, eben uns wieder mit vielen fußballerischen Input zu beschäftigen. Es fehlt nicht viel, aber es fehlen trotzdem Kleinigkeiten, und mit denen werden wir uns jetzt wieder auseinandersetzen, um dann eben noch möglichst viele Punkte holen bis Saisonende. Vielen Dank. Dann gebe ich jetzt ab an euch und eure Fragen und starte mit Sebastian Stiekel von der dpa. So, jetzt ist es an. Hallo. Haben Sie denn eine Erklärung dafür, für diese Häufung dieser individuellen Fehler in gerade dieser Phase der Saison, weil Ihre Mannschaft ja über Wochen und Monate vorher sehr stabil war vorne, dass ja nichts darauf hindeutete? Ja, jetzt ist natürlich so, dass wir einfach, ich sag mal, die Luft wird dünn. Ja, in den Sphären, wo wir jetzt spielen, da wird die Luft dünn. Da ist vor uns liegt momentan der Titelverteidiger in der Champions League und der Halbfinalist aus dem letzten Jahr. Wir haben heute gespielt gegen den Viertelfinalisten aus der Champions League, und da wird die Luft dünn. Ja, und viele Spieler von uns haben eben auf diesem Niveau noch nicht gespielt, und das sind Erfahrungen, die du einfach sammeln musst. Und diese Erfahrungen sammeln wir leider in diesen Spitzenduellen. Manchmal wünscht man sich, dass das nicht so ist, aber das gehört auch dazu. Wichtig ist eben, daraus zu lernen, sich noch mehr mit Kleinigkeiten zu beschäftigen. Wir spielen jetzt auf einem Niveau, wo es nicht mehr geht, das große Ganze etwas zu verändern, sondern Details zu verbessern. Ja, wo spiele ich jemanden hin? Wo mache ich mich anspielbar? Wie schnell komme ich in die Spielrichtung? Wie schnell komme ich hinter die gegnerische Kette? Und. Da gibt es jetzt noch viele, viele, viele fußballerische Punkte, und die gilt es noch zu verbessern. Und dann sieht man, ist jetzt ein Spiel, wo wir absolut wieder Parole sind, aber mit leeren Händen dastehen, und diesen kleinen Schritt, der uns da noch fehlt, und das müssen wir uns einfach auch zugestehen, ist immer wichtig, dass wir ehrlich zu uns sind. Wenn du beide Spiele gegen Bayern und beide Spiele gegen Dortmund verlierst, dann fehlt einfach was, dann ist es nicht nur Pech, sondern dann müssen wir bei uns beginnen, und das werden wir, und dann werden wir auch gestärkt aus solchen Niederlagen wieder herausgehen. Kevin Schwank von der Bild-Zeitung. Hallo Herr Glasner, ich grüße Sie. Jetzt sind es nur noch 2 Punkte Vorsprung auf Dortmund. Wie bewerten Sie die Situation? Wie eng wird es eventuell? Ja, es wird eng bleiben, denke ich, ganz klar. Aber ja, es ist so, ist ja leider nicht wünscht dir was. Und war jetzt auch nicht damit zu rechnen, dass du dann vielleicht 3 Tage vor Ende der Runde schon fix in der Champions League bist. Das wird jetzt bis zum Ende spannend bleiben. Für mich ist wichtig jetzt, ich möchte vor allem intern mit uns in der Mannschaft will ich eigentlich gar nicht so sehr über die Tabellensituation sprechen, sondern ich glaube, wichtig ist, dass ich all das, was ich jetzt aufgezählt habe, dass wir uns wieder über Fußball oder wieder noch mehr über fußballerischen Details unterhalten, fußballerische Schwerpunkte unterhalten. Ich denke, dass wir viele Sachen schon sehr, sehr gut machen, aber für dieses Niveau noch nicht gut genug. Und das ist unsere Aufgabe, uns hier noch weiter zu verbessern. Ja, und das werden wir in den ausstehenden 4 Wochen wieder ganz klar in den Mittelpunkt drücken. Dann die beiden Wolfsburger Kollegen, Engelbert Hensel und Timo Keller. Hallo Herr Glasner, Sie haben es eben gerade gesagt, fußballerische Dinge zu beschäftigen. Nichtsdestotrotz
wenn man so kurz vorm Ende einer Saison ist, guckt man automatisch auf die Tabelle. Inwieweit wird das jetzt auch eine Kopfsache für Ihre Mannschaft? Ja, wir sprechen, wir wollen in die Champions League und dann musst du diesen Druck oder auch Nicht-Druck, dann musst du den Kopf einfach standhalten. Ja? Das ist ja part of the game, sonst braucht man nicht darüber zu sprechen, um die Champions League zu spielen. Das gehört dazu. Ich habe das schon oft gesagt, wenn wir jetzt beginnen, Nervenflattern zu zeigen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Ja, wir haben unser zu Saisonbeginn ausgerufenes Ziel jetzt schon erreicht und jetzt geht es darum, jetzt können wir es noch krönen. Ja, alles, das ist alles Zugabe. Wir haben unser Standardprogramm abgerufen, das Publikum hat gejubelt und jetzt wird Zugabe gefordert. Und jetzt kommen wir wieder raus auf die Bühne, das ist ja schön. Ja. Schlimmer wäre es, wenn die alle buhen und sagen, hoffentlich kommen die nicht mehr raus, dann würden wir nämlich gegen den Abstieg spielen. Also von dem her sehe ich einfach, und auch die Leistung, ja, da war wieder über weite Strecken heute sehr, sehr viel richtig gut dabei. Wenn ich da wieder die Riesenchance von Wout nach der Halbzeit nehme, ja, wo wir ein fantastisches Angriffspressing spielen. Ja, aber wir müssen einfach da auch wieder besser werden, wie wir uns im 1-gegen-1-Duellen durchsetzen können. Haben wir heute kaum geschafft, mal so ein direktes Duell in der Offensive zu unseren Gunsten zu entscheiden. Und das brauchst du gegen defensive Mannschaften. Ja. Und das, da muss sich jeder selber bei der Nase nehmen, dass wir hier wieder besser werden. Und ja, dann werden wir noch viele Punkte holen und dann werden wir am Ende auf dem Platz stehen, den wir uns verdient haben. Sie hatten vor der Partie auch angesprochen, dass die Effektivität wichtig sein wird. Ist das der große Unterschied heute auch gewesen, weil die Dortmunder ja doch sehr effektiv waren, was das Ausnutzen der Chancen angeht? Ja, das ist auf dem Niveau so. Ja. Wir eigentlich, denke ich, über in Summe einen Chancenplus haben. Ich glaube, wir haben irgendwo 21-7 Torschüsse zu unseren Gunsten. Wir hatten in Frankfurt 21-8 Torschüsse, aber 3-4. Es ist dann eine Frage der Effektivität. Es ist dann in diesen Situationen eine Frage der Qualität. Ja, wenn ich mir das zweite Tor ansehe, ja, dann ist halt gefühlt, läuft Haaland mit 45 km/h übers halbe Feld. Und wir haben auch keine langsame Innenverteidigung. Aber in dieser einen Situation entwischt er uns. Und dann schießt er ihn auch nicht drüber oder den Torhüter an, sondern knallt ihn rein. Und das ist natürlich auf dem Niveau, über das wir jetzt sprechen, gibt es halt mehr Mannschaften, die das haben und da wollen wir mit dabei sein und diesem Niveau müssen wir uns einfach auch noch dorthin noch mehr entwickeln. Nochmal zurück zu dir, Kevin, und dann Engel. Mit Mikro wäre besser. Bist leider nicht zu hören. Engel, machen wir mit dir erstmal weiter kurz. Herr Glasner, Sie haben es eben gerade angesprochen, es steht ein kleines Päuschen an für die bis zum nächsten Spiel. Wie werden Sie das mit der Mannschaft verbringen? Ist es jetzt wichtig, sozusagen auch nochmal für die letzten drei Spiele die Köpfe irgendwie auszukriegen? Werden Sie den Jungs länger freigeben? Wie sind da die Planungen? Ja, wir werden uns jetzt bis Donnerstag, werden wir, sagen wir das so jetzt unter Anführungszeichen durchziehen, werden morgen trainieren, Montag freimachen, dann Dienstag, Mittwoch und Donnerstag nochmal trainieren und dann auch am Wochenende freigeben den Spielern und uns dann ab Montag wieder auf unser restliches Programm vorbereiten. Ich denke, wir sollen jetzt oder wir werden diese Zeit jetzt nutzen, auch nochmal etwas tiefer in die Analyse zu gehen. Und für mich ist das, jetzt wollen wir das ja nicht ausklingen lassen, sondern für mich, was ich gesagt habe, jedes Training nutzen, um hier wieder einen Schritt nach vorne zu machen. Es werden jetzt keine Quantensprünge mehr möglich sein in 4 Wochen, aber immer noch Details und wir sprechen über Details und das erwarte ich auch ganz klar von den Spielern, dass sie hier sich damit auseinandersetzen und bei denen ich hier den besten Eindruck habe, die werden dann die Spiele bestreiten, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier jetzt auf On bleiben. Ist ja alles völlig in Ordnung. Wir stehen auf Platz 3 oder mag es der 4. sein, wenn Frankfurt heute gewinnt. Wir sind mittendrin, ist alles gut. Die Leistung war heute auch wieder, wie gesagt, wir waren absolut ebenbürtig mit Borussia Dortmund. Wir waren in vielen Bereichen ebenbürtig mit Bayern München. Und das gibt mir auch Zuversicht für das restliche Programm. Nochmal versuchen, Kevin. Was hast du anders gemacht als vorhin? Nein, du bist leider nicht zu hören. Auch darüber hinaus sehe ich keine weiteren Handzeichen mehr. Dann
Danke für eure Aufmerksamkeit und schönen Abend. Ciao. Tschüss. Ja, liebe Kollegen, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Wir starten jetzt mal mit unserem Trainer Edin Terzic und bitten um eure Fragen. Handzeichen bei Zoom wäre ganz cool, wie immer. Dann sehen wir auch, wer eine Frage hat. Sebastian Wessling, bitte. Ja, ich mache es ganz banal dann zum Anfang. Hallo Edin, erst einmal Glückwunsch zu diesem Sieg. Und zweite Frage, worauf führst du zurück, dass es am Ende ein Sieg wurde? Ja, es war erstmal eine gute Leistung. Die ersten zwei Minuten haben wir ein bisschen gebraucht, um in das Spiel zu kommen, aber haben dann die Kontrolle übernommen, hatten gute Ballbesitzphasen, konnten dann durch ein gutes Passing den Gegner zum Fehler zwingen und dann das 1-0 erzielen, haben uns dann in eine gute Situation gebracht zur Halbzeitpause. Dann haben wir wieder zwei, drei Minuten gebraucht, um in die zweite Halbzeit reinzukommen, hatten dann aber zwei gute Möglichkeiten und da sah es so aus, wie wenn das Spiel jetzt wirklich zu unseren Gunsten kippen würde. Und dann kam die gelb-rote Karte und dann hat sich das Ganze natürlich nochmal ein bisschen verändert. Wolfsburg hat dann nochmal aufs Gaspedal gedrückt, dafür ist man ja in Wolfsburg auch bekannt. Wir haben uns aber mit allem, was wir hatten, gewehrt. Und man darf nicht vergessen, dass das jetzt die dritte englische Woche in Folge war mit ganz vielen Highlightspielen und dass wir da sehr viele Körner auch liegen lassen haben. Aber wie wir uns dann in dieses Spiel gekämpft haben, wie wir um diese Chance, den Gegner auf zwei Punkte ranzuholen, gekämpft haben, das war herausragend. Und ja, wir sind natürlich stolz, dann heute mit drei Punkten nach Hause zu fahren. Jürgen Kors. Gibt es einen Sonderlob für die Abwehrleistung der gesamten Mannschaft und vielleicht auch im Speziellen für Manuela Kandil und Lukas Piszczek, die für mich herausragend hätten verteidigt haben? Oder siehst du das anders? Nee, das sehe ich nicht anders. Das Einzige ist, ich kann da keinen hervorheben, weil wir es wirklich als ganze Mannschaft sehr gut gemacht haben. Sowohl die Jungs, die von Beginn an auf dem Platz waren, als auch die Einwechselspieler, alle haben ihren Beitrag heute geleistet dazu, dass wir die Null verteidigt haben und dass wir das Spiel dann halt mit drei Punkten beenden konnten. Sebastian, deine Hand ist nach oben. Ist das eine Frage? Ja, dann mal los. Wenn du mich lässt. Ihr habt euch während des Spiels nicht einverstanden gezeigt mit dem Platzverweis gegen Jude Bellingham. Wie würdest du es jetzt mit ein paar Minuten Abstand bewerten, die Szene? Ja, ich glaube, also ich habe es jetzt noch nicht nochmal gesehen. Also ich glaube, die zweite gelbe Karte, da braucht man gar nicht so viel diskutieren. Das ist eine doofe Aktion auf Höhe der Mittellinie von hinten. Das ist dann gelb. Was uns so ein bisschen geärgert hatte, war das Verhältnis, dass wir halt schon in der ersten Halbzeit mit dem ersten Foul dann sofort gelb bekommen haben, obwohl wir das Gefühl hatten, dass wir auch das ein oder andere Mal gefoult wurden, wo es nicht sofort geahndet wurde. Das ist das, worüber wir diskutiert hatten. Aber auch da ging es darum, dann die schnellstbeste Möglichkeit zu finden, das Ganze zu verändern. Thomas Delaney ist noch reingekommen, hat einen super Job gemacht. Und deshalb, ja, es ist ärgerlich, aber wir haben es angenommen, wir haben es gut beendet und wir konnten uns mit drei Punkten belohnen. Patrick Berger. Hallo Edin, Glückwunsch zum Sieg. Edin, wie hat dir heute Moda Hut gefallen? War generell, fand ich, im Mittelfeld sehr, sehr gut, aber hat dann vor allen Dingen auch das 2-0 vorgelegt. Ja, ich kann jeden Einzelnen loben. Also wir können vorne anfangen und hinten aufhören. Und Mo war herausragend heute auch. Das Tor, das er vorbereitet, das war nahezu der identische Pass, den er auch schon in Manchester City gespielt hatte, in der 48. Minute, wo er Erling dann auch ins 1 gegen 1 mit dem Torwart geschickt hatte. Das sind seine Fähigkeiten, die er hat am Ball, aber auch wie er gegen den Ball gearbeitet hat, wie er immer wieder rausgestochen ist, den Gegner unter Druck gesetzt hat, dass sie nicht aus dem Halbfeld flanken konnten, wo Wolfsburg zwei kopfballstarke Spieler im 16 hatten. Das waren die Schlüssel heute, die dazu geführt haben, dass wir drei Punkte einfahren konnten. Jürgen Kors. Ja, mit dem Sieg ist es jetzt so gelaufen, wie ihr es euch erwünscht habt. Jetzt sind es noch zwei Punkte auf Wolfsburg und zwischen 1 und 4 auf Frankfurt. Siehst du das Momentum jetzt ein bisschen auf eurer Seite und wie groß schätzt du die Chancen ein, dass ihr Platz 4 tatsächlich noch erreichen könnt? Ja, vor einigen Wochen nach dem Spiel gegen Frankfurt sah es noch ganz anders aus. Da habe ich euch gesagt, es sieht nicht gut aus, aber es ist möglich. Und ich finde, wir haben uns jetzt in eine viel bessere Ausgangssituation gebracht, aber das wird uns nicht helfen. Also die Situation wird uns jetzt nicht helfen, wenn wir sagen, hey, cool, jetzt haben wir das geschafft und jetzt hoffen wir mal, dass das so weitergeht. Sondern diese Situation müssen wir jetzt nutzen. Wir müssen, heute freuen wir uns über den Sieg, morgen erholen wir uns und ab Montag geht es genauso weiter. Jetzt dürfen wir nicht nachlassen, sondern wir müssen jetzt ganz viel Energie aus diesen vier Siegen tanken. Und Jude wird uns jetzt nicht zur Verfügung stehen im nächsten Bundesligaspiel. Aber auch das werden wir gut kompensieren. Da wird jetzt jemand anders in die Position rücken und es mindestens genauso gut machen. Und das muss der Weg sein. Und dann ist es auch möglich, die nächsten drei Spiele zu gewinnen. Sebastian Wessling nochmal.
Ja, du hast gerade gesagt, morgen erholen. Das ist, glaube ich, auch dringend nötig. Du hast das ja angesprochen, sehr, sehr viele Spiele in kurzer Zeit. Und hattest, glaube ich, heute auch dem ein oder anderen Spieler so ein bisschen angesehen, dass sie an der Grenze waren. Oder wie dringend braucht ihr diese Pause? Ja, die tut uns definitiv gut, aber genauso brauchen wir den Rhythmus. Und dementsprechend, wir dürfen ja nächste Woche weiterspielen. Da sind wir auch stolz, dass wir eine der wenigen Mannschaften sind, die nächste Woche spielen im Pokal. Dafür brauchen wir alle Kräfte. Wir sind froh, dass der ein oder andere Spieler wieder zurückkommt. Mats Hummels wird ja zur Verfügung stehen, wenn da nichts Außergewöhnliches passiert. Und dementsprechend geht es darum, jetzt die Kräfte zu mobilisieren. Es sind nicht mehr viele Wochen, es sind aber noch ganz viele wichtige Aufgaben. Und da müssen wir uns gut drauf vorbereiten. Christoph Stüm. Hallo, Herr Terzic. Es wurden ja schon viele Lobeshymnen auf Erling Haaland gesungen. Ich versuche es mal anders. Was kann er denn aus Ihrer Sicht noch besser machen? Ja, in erster Linie gab es ja, die ganze Saison reden wir über Erling Haaland und über die anderen Spiele, weil sie haben außergewöhnliche Fähigkeiten, vor allen Dingen in diesem Alter. Aber vor ein paar Wochen wurde mir permanent die Frage gestellt, was ist denn mit Erling los? Identifiziert er sich noch mit seiner Aufgabe? Hat ihn diese Geschichte mit seinem Berater, dass die um die Welt fliegen, hat ihn das ein bisschen beeinflusst? Ist er mit dem Kopf woanders? Das waren die Fragen, die ihr gestellt habt. Und ich glaube, heute hat er euch die passende Antwort gegeben. Und wir waren auch schon unter der Woche sehr zufrieden mit ihm, wo er 7 Torchancen herausspielen konnte. Und uns war klar, wenn er heute 7 Chancen haben wird, wird er auch wieder treffen. Heute hat er nicht 7 gehabt, sondern ich glaube 2 oder 3 und hat das Spiel für uns entschieden. Also Erling hat unglaubliche Fähigkeiten. Er ist ein Top-Torjäger und wir sind sehr froh, dass er bei uns ist und so spielt. Die letzten beiden Fragen bitte, weil der gegnerische Trainer sicher auch noch dran möchte. Sebastian Wessling macht den Anfang. Das hatte ich tatsächlich nur vergessen, meine Hand runterzunehmen. Ich reiche das gerne weiter. Wunderbar. Dann probiere ich es mit Christoph Stüm. Sorry, Dito. Dito, das ist schön. Dann sehe ich keine weiteren Fragen mehr und bedanke mich bei allen. Bis dann, tschüss. Dankeschön. Ciao, ciao.